Okay, Schlafmützen, raus aus den Federn. So stehst du um 4.30 Uhr auf, ohne müde zu sein. 10 einfache Tricks. Du kennst die Redewendung, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber wer will schon einen Wurm? Bäh. Und mal ganz abgesehen davon, wieso ist dieser sprichwörtliche Wurm nur morgens greifbar? Oder anders, ist die Welt scheinbar exklusiv auf die Menschen ausgerichtet, die in der Lage sind, in den frühen Morgenstunden taufrisch zu sein? Ob du noch zur Schule gehst oder im Büro arbeitest, es wird von dir erwartet, nicht nur früh aufzustehen, sondern auch noch produktiv und funktionstüchtig zu sein, wenn die Sonne noch hoch am Himmel strahlt. Aber wo bleiben da die Nachteulen unter uns? Sollten sie versuchen, sich daran anzupassen oder weiterhin fröhlich zum Rhythmus ihrer ganz eigenen Trommel durch die Nacht marschieren? Tja, wir müssen dir und allen anderen, die bis spät in die Nacht hinein wach bleiben, leider sagen, dass man tatsächlich besser daran ist, wenn man sich auf eine frühe Morgenroutine umstellt. Ich meine, der Großteil der erfolgreichsten Menschen auf der Welt steht bekanntlich noch vor dem Morgengrauen auf. Aber wie schaffen sie das? Nun, sie haben ein paar Geheimnisse dafür und die verraten wir dir hier. Aber bevor du deinen Handyalarm auf 4.30 Uhr stellst, würden wir dich bitten, einen anderen Alarm zu aktivieren, um stets up-to-date mit der Sonnenseite des Lebens zu bleiben. Alles, was du tun musst, ist unseren Kanal zu abonnieren und darauf zu achten, dass du das kleine Glöckchen anklickst, damit wir dir Benachrichtigungen schicken können. Bitte sehr, jetzt verpasst du keines der informativen neuen Videos, die wir täglich hochladen. Okay, du willst also früher aufstehen. Dafür solltest du als erstes herausfinden, wie viel Schlaf du wirklich brauchst. Erwachsenen wird empfohlen, 5 bis 9 Stunden pro Nacht zu schlafen, aber 5 bis 9 lässt viel Spielraum. Deshalb ist es deine Aufgabe zu ermitteln, wo in diesem Bereich du stehst. Wie viel Schlaf ein Mensch braucht, damit sein Körper am nächsten Tag ordentlich funktioniert, ist vollkommen individuell. Du wirst eine Weile herumexperimentieren müssen, um genau zu wissen, wie hoch dein Bedarf ist. Und ja, es ist möglich, zu viel zu schlafen, und das ist kein Deut besser als zu wenig zu schlafen. Zu viel Schlaf kann dich für den ganzen Tag träge und schläfrig machen. So wie du herausgefunden hast, wie viele Stunden Schlaf dein Körper braucht, solltest du deine Schlafzeiten vorverlegen. Das heißt, früher ins Bett gehen, um früher aufzuwachen. Wenn du es also auf Aufstehen um 4.30 Uhr oder 5 Uhr abgesehen hast, solltest du um 21 Uhr oder spätestens um Mitternacht im Bett liegen. Ausgehend von der Regel 5 bis 9 Stunden, über die wir gesprochen haben. Noch einmal. Ob du um 21, 22 oder 23 Uhr schlafen gehst, hängt von den Bedürfnissen deines Körpers ab. Davon abgesehen kommen hier 10 einfache Tricks, die dir den Übergang erleichtern. Entschuldige. Nummer 10. Wechsle deinen Schlafrhythmus nicht von einem Tag auf den anderen. Gib deinem Körper Zeit, sich umzustellen. Steh jeden Tag nur 15 Minuten früher auf, bis du dein Ziel erreichst. Je früher du schlafen gehst, desto früher fühlst du dich logischerweise bereit fürs Bett. Mach kleine Schritte und mit der Zeit schaffst du es. Nummer 9. Richte deine Umgebung für eine angenehme Nachtruhe ein. Sperre sämtliches Licht aus dem Zimmer aus. Das heißt, deine Vorhänge sollten kein Licht von der Straße durchlassen. Schalte außerdem alle elektronischen Geräte im Raum aus. Vermeide es am besten ganz, vor dem Schlafen welche zu benutzen, da sie dein Gehirn anregen. Um herunterzukommen und dich zu entspannen, höre leichte Musik, nimm ein warmes Bad oder lies ein Buch. Und achte zu guter Letzt darauf, dass dein Zimmer nicht zu warm ist. Die angenehmste Temperatur für einen erholsamen Schlaf ist höchstens 22 Grad Celsius. Nummer 8. Es gibt elektronische Geräte, die dir helfen können. Du kannst es mit einer Soundmaschine probieren. Diese Dinger blenden effektiv Hintergrundgeräusche wie Sirenen, Verkehr, Autoalarmanlagen, laute Nachbarn oder deinen schnarchenden Hund aus, indem sie weißes Rauschen fabrizieren, das dir hilft, ein- und durchzuschlafen. Wenn du Probleme hast aufzuwachen, besorg dir einen Lichtwecker. Das Besondere daran ist, dass er schrittweise heller wird und erst später auch Geräusche mit einbringt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Weckern wirst du hierbei nicht von einem fiesen Summen oder Piepen aus deinen Träumen gerissen. Außerdem gerätst du nicht in Versuchung, weiter zu schlummern. Und wo wir gerade dabei sind? Nummer 7. Benutze auf keinen Fall die Schlummertaste. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst, um dein Aufwachen zu sabotieren. Glücklicherweise gibt es für uns Schlummerer und Schlummerinnen spezielle Apps gegen dieses Problem. Spin Cycle zwingt dich zum Beispiel aufzustehen und dich buchstäblich im Kreis zu drehen.
Tust du das nicht, schaltet sich der Alarm nicht aus. Eine andere nützliche App ist Sleep Cycle Alarm Clock. Sie überwacht deinen Schlaf und weckt dich völlig schmerzfrei während der leichtesten Phase auf. Oder du verlässt dich einfach auf die Klassiker. Nachdem du abends deinen Wecker gestellt hast, platziere dein Handy oder deinen Wecker irgendwo außer Reichweite. Du kannst ihn ans andere Ende des Raums legen oder kreativ werden und ihn irgendwo positionieren, wo du nur schwer rankommst, zum Beispiel unter deinem Kleiderschrank. Auf diese Weise bist du gezwungen aufzustehen, um ihn auszuschalten. Das sollte dir helfen, gegen den Drang anzukämpfen, dich wieder in ein gemütliches Bett zu legen. Nummer 6. Rekrutiere Verbündete. Solltest du noch immer Schwierigkeiten haben, deinem Wecker zu zeigen, wer der Boss ist, versuche eine andere Person dazu zu holen, die dir hilft aufzuwachen. Das kann dein Partner oder deine Partnerin sein, deine Mutter, Oma oder eine Mitbewohnerin. Das Hauptproblem dabei ist, dass diese Person selbst ein Morgenmensch sein muss. Wenn ja, kann das eine große Hilfe sein. Er oder sie kann dich an der Schulter rütteln, bis du die Augen öffnest oder dich so lange anrufen, bis du endlich rangehst. Nummer 5. Überliste deinen Körper, um früh aufzustehen. Wenn dein Körper mit absolut nichts aus dem Bett zu kriegen ist, musst du ihn dazu zwingen. Trink jeden Abend vor dem Schlafengehen ein Glas Wasser. Sobald morgens dein Wecker klingelt, wird deine Blase dich umgehend über ihr Unwohlsein informieren. Und bitteschön, du bist aufgestanden und auf dem Weg ins Bad. Wenn du schon da bist, kannst du auch direkt duschen. Nummer 4. Schaffe dir einen Grund fürs frühe Aufstehen. Manchmal brauchst du ein wenig Motivation von außen. Eine Möglichkeit ist es, etwas Wichtiges wie ein Vorstellungsgespräch oder einen Zahnarzttermin auf den frühen Morgen zu legen. So wachst du garantiert pünktlich auf. Du kannst dir auch eine Art Belohnung fürs Aufstehen schaffen. Ruf dir einfach ins Gedächtnis, dass eine Tasse dampfender Kaffee, eine warme Dusche oder ein köstliches Frühstück auf dich warten, wenn du die Schlummertaste drücken willst. Was auch immer dich motiviert, wenn du daran denkst. Zu guter Letzt kannst du versuchen, eine Checkliste mit Dingen zu erstellen, die du gleich nach dem Aufwachen erledigen musst. Das könnten zum Beispiel eine Dusche, Frühsport, das Bett machen, dein Haustier füttern und deine Schul- und Arbeitssachen zusammensuchen sein. Diese Strategie funktioniert überraschend gut, da es wahnsinnig befriedigend sein kann, all diese Punkte abzuhaken. Es ist ein bisschen so, als würdest du wichtige Missionsziele in einem Spiel erfüllen. Nummer 3. Vermeide tagsüber Nickerchen. Wenn du nach einem besonders stressigen Tag das Gefühl hast, dass du vornüber fällst, wenn du deine Augen nicht für eine Minute zumachst, dann und nur dann mach ein kurzes Nickerchen. Aber schlaf nicht länger als 15 Minuten. Sollte dieses Nickerchen ausarten, wirst du abends nicht einschlafen können. Abgesehen davon können Nickerchen leicht deinen Schlafrhythmus unterbrechen und die ganze Mühe zunichte machen, die du dort hineingesteckt hast. Nummer 2. Nimm nach 15 Uhr keinen Wachmacher zu dir. Das heißt nachmittags keine Limonade, keinen Kaffee und keine Energy Drinks. Das sind nur weitere Dinge, die dich abends wach halten. Wenn du munter werden willst, strecke und dehne dich ein wenig oder mache einen Spaziergang. Nummer 1. Denk daran, dass das Bett nur zum Schlafen da ist. Du solltest im Bett weder arbeiten noch fernsehen. Wenn du dein Bett für andere Dinge benutzt, wird dein Gehirn es irgendwann mit Wachsein assoziieren, was es um einiges schwerer macht, einzuschlafen, wenn du es willst. Und das war's auch schon. Und du? Bist du ein früher Vogel oder eine Nachteule? Hast du deine eigenen Geheimnisse, wie du früher aus dem Bett kommst? Verrate uns deine Tricks in den Kommentaren. Und klicke auf Gefällt mir, wenn du selbst wenigstens einen unserer Tipps in die Tat umsetzen willst. Bleib immer fit und munter auf der Sonnenseite des Lebens.